Wir zum Tagesordnungspunkt die Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung. Und wenn wir dann eintreten, dass es doch mehrere Redner gibt, würde ich in der Fraktionsrunde einsteigen. Heute würde beginnen die CDU. Und da mir auch fast von jedem ein Änderungsantrag vorliegt, wäre mein Vorschlag, dass wir das Verfahren so gestalten, dass jeweils wir in der Fraktionsrunde den Änderungsantrag einbringen. Sonst, glaube ich, wird das relativ kompliziert oder langwierig, wenn Sie einverstanden sind. Deswegen frage ich das vorneweg, sehe ich zumindest also. Jetzt sehe ich einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Donhauser. Zehn Minuten. Okay, dann ist die erste Entspannungspause. Nochmal, ja, bitte, Herr Schalbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Sie haben das zutreffend ausgeführt. Es liegen ja inzwischen, wenn ich das richtig überblicke, 4 Änderungsanträge vor. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der Kurzfristigkeit jetzt auch keine Ausschussberatung stattfinden konnte. Ich würde sehr darum bitten, dass die Stadtverwaltung eine Stellungnahme zu den jeweiligen Änderungsanträgen abgibt, damit man dies entsprechend in die Meinungsbildung mit einbeziehen kann. Der Wunsch bezieht sich jetzt, bevor Sie in die Auszeit gehen, Herr Schäuber. Ja, Schmidt-Lamartin? Geht Sie da gar nicht auch mit? Zwei habe ich schon hier. Zu denen kann ich vielleicht auch kurzfristig Stellung nehmen. Ich habe hier einen vorliegen von der CDU-Fraktion. Da geht es um verfügbare Ermessensspielräume, Erweiterung von Sondernutzungsflächen vor Ladengeschäften und Restaurants kurzfristig zu genehmigen. Ich glaube, das wäre unproblematisch. Das kommt dann immer darauf an, was wir auch an Anträgen reinbekommen. Solange der Platz da ausreichend vorhanden ist und nicht etwaige Laufbeziehungen, wir haben ja oftmals auch Sondernutzungen von Außengastronomien, Freisitzen auf Gehwegen, wo wir natürlich Restlaufbreiten brauchen, aber solange die nicht beeinträchtigt sind, steht dem, glaube ich, nichts entgegen. Dann gibt es hier einen Antrag der Linken, den ich zugegebenermaßen noch nicht gelesen habe. Da geht es um den Hebesatz der Grundsteuer, wenn die auf eigenen Flächen sind. Das kann ich zugegebenermaßen nur delegieren an den Kollegen Lahmes. Das kann ich nicht beantworten. Und auf die anderen Anträge warte ich gerade noch. Tut mir leid. Dann würde ich erstmal Herrn Dr. Lahmes bitten, vielleicht zu dem Thema. Ja, ich habe den Änderungsantrag nicht, aber ich habe es so verstanden, dass für eine bestimmte Gruppe von Änderungen hier die Grundsteuerhebesätze verändert werden sollen. Ja, also prüfen können wir viel, wir können aber auch schnell das Ergebnis sagen, der Grundsteuerhebesatz kann nur in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und er kann nur festgesetzt werden in der Einheitlichkeit für das gesamte Stadtgebiet. Also solche Differenzierungen sind nicht zulässig. Das war jetzt mein Kopf und Rechtsgrundlagen reiche ich nach. Ja, ich habe hier zwischenzeitlich noch einen Änderungsantrag der Piraten, also von Herrn Schulte-Wissermann lesen können. Hier geht es nochmal darum, dass auch weitere städtische Regelwerke auf Anpassungsbedarf bezüglich der Corona-Epidemie überprüft werden sollen. Das tun wir selbstverständlich ständig und dauerhaft. Und des Weiteren geht es um ähnliches Anliegen wie auch von der CDU formuliert, dass gegebenenfalls weitere Sondernutzungsflächen ausgewiesen werden sollten. Das hatte ich ja gerade schon beantwortet. Dann gibt es hier noch einen der SPD. Da erkenne ich jetzt zugegebenermaßen. Achso, die haben einmal das Datum geändert. Die möchten also nicht bis zum 31.12.2020 diese Befreiung haben, sondern nur bis 31.07.2020, also für einen kürzeren Zeitraum. Ist der entstanden, bevor klar war, dass
Moment, Entschuldigung, nee, es betrifft eine Veranstaltung. Nee, kann man natürlich machen, also sozusagen eine weniger lange Befreiung, da spricht jetzt erstmal nichts gegen. Den zweiten Punkt muss ich zugegebenermaßen jetzt erstmal lesen, das kann ich jetzt so ad hoc nicht beantworten, tut mir leid. Es tut mir leid, sie sind erst jetzt bei mir hier vorgelegt worden, ich habe die vorher nicht gesehen. Muss ich Ihnen gleich beantworten, tut mir leid. So, dann gehen wir erstmal jetzt in eine Pause rein. Maximal 15 Minuten, 17 Uhr spätestens setzen wir fort. Entschuldigung, soll ich es ganz kurz beantworten? Da geht es schlicht um das Ergänzung zum ersten Punkt. Da geht es darum, den Befreiungszeitraum zu verringern. Das ist selbstverständlich kein Problem. Und dann gegebenenfalls eine erneute Beschlussfassung kurz vor Auslaufen dieser verkürzten Frist nochmal vorzulegen. Also das kann man selbstverständlich so machen, wenn man das möchte, ja. Uhr und ich stelle die Frage mal in den Raum an alle Fraktionen, ihre entsprechenden Abstimmungen beendet, sodass wir in der Sitzung fortführen können. Ich höre zumindest keinen Widerspruch und deswegen setzen wir in der Tagesordnung und der Behandlung des Tagesordnungspunkt 10 fort. Und wie ich es eingangs gesagt habe, beginnen wir jetzt mit der Fraktionsrunde und in der Fraktionsrunde jeweils die Bitte, die einzelnen Änderungs-, Ergänzungsanträge mit einzubringen. Und es beginnt die CDU-Fraktion, Herr Kahn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ja hier alle gemeinsam mit der Corona-Soforthilfe in Höhe von 10 Millionen Euro für die Kleinstunternehmen und für die Solo-Selbstständigen und die Freiberufler etwas getan, und zwar im Rahmen dessen, was wir als Stadt konkret leisten können. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir weiterdenken und überlegen, was ist noch zu tun. Und dazu zählt jetzt auch hier an dieser Stelle etwas für die Gastronomen zu machen, für die Ladeninhaber und zu schauen, was dort geht. Und der Oberbürgermeister hat das entsprechend vorgeschlagen, dass wir bis zum 31.12. die Sondernutzungen für all diese Unternehmen entsprechend nicht erheben werden und dass wir für all jene, die bereits Sondernutzung bezahlt haben, hier auch auf Antrag eine Rückerstattung ermöglichen. Das ist sinnvoll. Die CDU-Fraktion wird das entsprechend unterstützen. Jetzt liegen hier eine ganze Reihe von Anträgen vor, die das Vorhaben noch etwas in Nuancen verändern sollen. Dazu möchte ich kurz einiges aus Sicht unserer Fraktion sagen. Zunächst mal der Antrag der SPD-Fraktion. Dem werden wir so nicht zustimmen, und zwar aus folgendem Grund. Die Unternehmen brauchen jetzt Sicherheit. Sie brauchen einen klaren Weg aufgezeigt, wie es weitergehen wird. Und da ist eine Variante, die Sie vorschlagen, dass wir zunächst mal bis zum 31. Juli die Sondernutzungsgelder nicht erheben und dann mal von Fall zu Fall entscheiden und uns überlegen, ob wir diesen Weg weitergehen oder ihn nicht weiter bestreiten. Das ist für uns kein gangbarer Weg. Das kann auch niemand in seiner finanziellen Vorausplanung im Unternehmen berücksichtigen, weil er nicht weiß, was nach dem 31.07. passieren wird. Das ist schlecht und deshalb können wir dem so nicht zustimmen. Unternehmen brauchen jetzt Klarheit und ich höre das immer wieder im Gespräch. Es ist bei vielen Unternehmen eine große Schwierigkeit zu planen und das geht heute schon sehr schwer mit dem, was Bund und Länder zugesagt haben und da sollten wir als Kommune nicht auch noch eins draufnehmen und deshalb lehnen wir das Ganze ab. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Antrag von Herrn Schulte-Wissermann. Da sind eine ganze Reihe positiver Ansätze drin. Ich glaube, wir sind aber momentan nicht in der Phase zu sagen, der Oberbürgermeister solle mal prüfen und dann solle er mal was vorlegen, sondern wir müssen jetzt möglichst konkret Vorschläge machen und in die Augen schauen und sagen, ja, das wollen wir und dann diesen Weg auch gehen und zwar planbar für alle. Und deshalb stimmen wir an dieser Stelle auch nicht zu. Unser eigener Antrag zielt darauf ab, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wenn Unternehmen ihre Sondernutzungsflächen in Zukunft betreiben und auch Gastronomen, dann wird es ja so sein, dass sie
in der Regel mit dem jetzt genutzten Platz weniger machen können. Das heißt, Sie brauchen zwischen Tischen und Stühlen mehr Abstand und das führt automatisch dazu, dass natürlich der Umsatz, den man auf dieser Fläche erzielen kann, zurückgehen wird. Deshalb schlagen wir vor, dass wir hier den Oberbürgermeister nochmal beauftragen, möglichst unbürokratisch Anträge auf die Erweiterung der Flächen auch zu ermöglichen. Aus meiner Sicht ist das an vielen Stellen in der Stadt völlig unproblematisch möglich. Beispiel Neumarkt, Riesenfläche. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Gastronom dort seine Fläche um den Faktor 1,5 größer macht. Das wird niemanden stören, Platz ist genug, auch auf der Weißen Gasse. Wir sind ja häufig da selbst zugegen, aus meiner Sicht unproblematisch. Auch in der Dresdner Neustadt, wo Gewerbetreibenden häufig in Hinterhöfen Freisitze anbieten, kann man ja durchaus auch mal vor das Restaurant gehen und auf dem Fußweg oder vielleicht doch mal auf einer Parkfläche, auf einem Parkplatz zukünftig Gastronomie anbieten. Ich denke, wir sind in einer Zeit, wo wir auch über diese Lösung nachdenken und das, was wir vielleicht vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten haben, zu ermöglichen. Und darauf zielt unser Antrag ab. Wäre schön, wenn der Oberbürgermeister das aufgreift mit seiner Verwaltung und hier den Unternehmen unbürokratisch entgegenkommt. Bei dem Antrag der Linken war ich bis zum Eintritt in die Tagesordnung noch so drauf, dass ich gesagt habe, das kann man ja prüfen. Jetzt haben wir gehört schon von der Verwaltung, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, dem Antrag zum Glück zu verhelfen. Und deshalb würden wir an der Stelle nicht zustimmen wollen. Soweit das Statement der CDU-Fraktion. Wir wollen das Ganze heute hier beschließen und für die Gastronomen und für die Ladeninhaber in Bezug auf ihre Sondernutzungsflächen etwas tun und damit Erleichterungen schaffen. Und wir hoffen, dass wir da heute einen guten, mit breit gefasster Mehrheit, einen guten Beschluss hinbekommen. Vielen Dank. Wird AfD das Wort gewünscht? Herr Braun, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Gastronomie zählt mit zu den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Branchen. Von einem auf den anderen Tag brachen für viele Gewerbetreibende die Umsätze vollständig weg. Und es ist derzeit auch noch nicht absehbar, wann und wie die Wiederaufnahme des Betriebes beginnen kann und unter welchen Voraussetzungen und Einschränkungen. Daher ist es vernünftig und richtig, dass die Landeshauptstadt Dresden auf die Erhebung der Gebühren für Sondernutzung bei Gastronomen in diesem Jahr verzichtet. Mit dem Beschluss müssen wir jenen unter die Arme greifen, die über Monate Einnahmeverluste hatten, die sie nicht wieder aufholen können. Schließlich werden die Gäste, wenn sie wieder in die Biergärten gehen dürfen oder wieder auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche sitzen dürfen, nicht die doppelte oder dreifache Menge an Essen und Getränken bestellen. Die Umsatzeinbußen treffen die Gastronomen hart. Einige von ihnen werden mit ihrem Betrieb die Corona-Krise nicht überstehen und entsprechend in Zukunft dann auch keine Einnahmen mehr für den Fiskus generieren. Da ist nun die geplante Änderung der Sondernutzungssatzung ein kleiner Schritt des Entgegenkommens durch die Landeshauptstadt Dresden. Wie die Verwaltung mitgeteilt hat, beträgt das in Rede stehende Volumen der ausfallenden Sondernutzungsgebühren rund 400.000 Euro. Verglichen mit den 10 Millionen Euro, die wir bereits für Soforthilfen zur finanziellen Unterstützung von Kleinstunternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern ausgegeben haben, fällt diese Summe nicht ins Gewicht. Welche Volumina durch weitere Ausgabewünsche aufgerufen werden, etwa beim Fördervollzug der Unterstützung von Künstlern, Nebenerwerblern oder Studenten, wie hier im Stadtrat schon diskutiert wurde, ist völlig unklar. Eine Befristung bis zum 31. Juli wegen finanzpolitischer Bedenken, wie von der SPD gefordert, halten wir daher für scheinheilig. Das lehnen wir ab. Der Änderungsantrag der CDU zielt in die richtige Richtung. Sondernutzungsflächen auszuweiten, findet unsere Unterstützung. Doch der CDU-Antrag enthält keinen Regelungsgehalt. Der Oberbürgermeister soll einfach bestehende Ermessensspielräume ausschöpfen. Daher lehnen wir auch dieses Ansinnen ab. Der ursprünglichen Vorlage hingegen stimmen wir gerne zu. Vielen Dank. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Herr Scholbach, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,
Es gibt sehr viele gesellschaftliche Bereiche, die von der Corona-Krise betroffen sind. Es gibt neben den wirtschaftlichen Bereichen auch die Studentinnen und Studenten, die jetzt zum Beispiel nicht in Kneipen oder Restaurants jobben können und damit ein ganz erhebliches Problem haben, ihr Einkommen zu generieren. Es gibt die Kulturschaffenden, die sehr da unter der gegenwärtigen Situation leiden. Es gibt viele, viele, viele Bereiche. Und wir von der Linken sind der Auffassung, dass man alle diese Bereiche und alle betroffenen Menschen in den Blick nehmen muss und keinen zurücklassen darf. Es braucht für alle eine angemessene Hilfe in dieser sehr dramatischen Situation, in der sich unsere Gesellschaft befindet. Der Stadtrat hat bereits gehandelt für die Kleinstunternehmen, für Selbstständige und Freiberufler. Das war richtig, das haben wir auch mitgetragen. Es soll heute ein weiterer Schritt gegangen werden für den Bereich der Gastronomie. Auch dieser Bereich ist notleidend. Die entsprechenden Hilferufe sind in den vergangenen Tagen sehr, sehr deutlich formuliert worden. Und hier haben wir auch ein besonderes Problem. Wir wissen es, gerade im Osten Deutschlands, wo die Kapitaldecke bei kleinen Unternehmen eben sich nicht so über viele Jahrzehnte entwickelt hat, ist da einfach nichts da, wo man einfach mal so ein halbes oder ein Jahr überbrücken könnte, sondern da ist oft nach wenigen Monaten oder bereits sogar nach wenigen Wochen eine ganz erhebliche wirtschaftliche Schieflage gegeben und deshalb ist es auch angezeigt, dort Unterstützung zu leisten. Das wollen wir heute auch tun, deshalb unterstützen wir auch diese Vorlage. Ich möchte auf unseren Ergänzungsantrag eingehen, den ich hiermit ändern möchte. Wir sehen zunächst einmal folgendes Problem. Die Vorlage der Stadtverwaltung beinhaltet eine Entlastung für Gastronomiebetriebe, die öffentliche Flächen im Rahmen der Sondernutzung nutzen für entsprechenden Ausschank. Das ist erstmal richtig. Aber es ist im Grunde nahezu reiner Zufall, ob man über eigene Flächen verfügt und auf denen Tische und Stühle aufstellt oder ob man das auf Flächen der Stadt tut. Das heißt, die einen kommen in den Genuss einer Entlastung, die anderen aus im Grunde zufälligen Gründen nicht. Und deshalb wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass auch dort etwas passiert. Nun haben wir bereits vorhin das kurzfristig vorgetragene Argument des Finanzbürgermeisters gehört. Und deshalb wollen wir den Antrag allgemeiner fassen. Und ich möchte ihn hiermit wie folgt ändern. Die Vorlage wird wie folgt ergänzt. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie Gastwirten, die auf eigenem Grund und Boden einen Biergarten oder Tische zum Ausschank von Speisen und Getränken betreiben, für eine adäquate Entlastung gewährt werden kann. Das ist ein Prüfauftrag. Wir würden um Zustimmung bitten und werden dann dem Ergebnis entgegensehen, mit dem dann der Stadtrat umgehen kann, um hier einfach eine gewisse Gerechtigkeit auch zwischen den einzelnen Gastronomiebetrieben herzustellen. Meine Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung zu diesem Ergänzungsantrag und wir werden dann auch der Vorlage zustimmen als Fraktion Die Linke. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Kaniewski. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich freue mich auf das erste Bier nach Corona, und zwar draußen und nicht zu Hause. Und damit wir das alle gemeinsam oder alleine oder mit wem auch immer trinken können, müssen wir Unterstützung leisten. Das ist jetzt gerade in den letzten drei Redebeiträgen schon gekommen und auch wir als SPD-Fraktion halten das für sehr notwendig. Wir haben Ihnen einen Änderungsantrag vorgelegt, einfach deswegen, weil diese gesamte Corona-Krise gerade eben noch eine Blackbox für uns ist. Nach wie vor, wir wissen nicht, wann die Gastronomie aufmacht, wir wissen nicht, wie sich die Hilfeleistungen, die Hilfestellungen von Bund und von Land verändern werden. Wir wissen nicht, wie sich unser Haushalt entwickelt. Und vor dem Hintergrund hatten wir Ihnen vorgeschlagen, dass wir eine kürzere Laufzeit vornehmen, sagen, wir gewähren
diese Veränderung in der Sondernutzungssatzung auch, weil sie richtig ist, weil wir wollen, dass Gastronomen und Ladengeschäfte auch weiterhin gut und solide, soweit das in dieser Krise irgendwie möglich ist, wirtschaften können. Aber wir müssen das Ganze auch auf einen Prüfstand stellen, wenn wir neue Rahmenbedingungen haben. Und das heißt, dieser Änderungsantrag der SPD-Fraktion hat zum einen die Idee, dass wir diese Unterstützung kommunal geben und auf der anderen Seite aber auch die Verwaltung in die Lage versetzen, adäquat zu handeln, wenn von Bund und Land Veränderungen anstehen. Nun entnehme ich den Redebeiträgen schon, dass dafür heute wahrscheinlich keine Mehrheit da sein wird. Das ist schade. Trotz alledem ist das Anliegen der Verwaltung selber sehr richtig. Deswegen, wir werden dem Antrag zustimmen, der Verwaltung, der Vorlage zustimmen, weil wir sie als richtig erachten. Wir finden auch die Grundintention des CDU-Antrags genauso wie des Antrages von Martin Schulte-Wissermann sehr sinnvoll. Denn wenn wir helfen wollen und wenn die Gastronomie irgendwann wieder losgeht, dann muss auch eine Möglichkeit gefunden werden, wie unter höchstwahrscheinlich trotzdem noch veränderten Hygienemaßnahmen eben der Umsatz auch generiert werden kann. Deswegen ist das, auch was der Bürgermeister Ruhl Schmidt-Lamontin gerade schon gesagt hat, dass es ja wahrscheinlich kein Problem sein wird, dann etwas unbürokratischer zu helfen, auch eine sinnvolle Maßnahme. Auch der gerade geänderte Antrag der Linken macht der Intention hernach sehr viel Sinn, denn wenn wir die einen versuchen zu entlasten und ihnen ihr Gewerbe quasi weiter helfen wollen, dann müssen wir das auf der anderen Seite auch tun. Deswegen freue ich mich, es sieht ja so aus, als würden wir hier heute ein überschwänglich großes Votum für eine gute wirtschaftliche Maßnahme für diese Stadt finden. Und dann lassen Sie uns hoffen, dass wir demnächst bald wieder das Bier draußen trinken können und die Gastronomie nicht nur als Stadtrat unterstützen, sondern eben auch durch unser tägliches Handeln bei denjenigen, die jetzt schon anbieten. Da geht es ja nicht nur um Getränke, sondern da geht es auch um die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich gerade eben schon Kopf gemacht haben. Auch da die herzliche Aufforderung, nur weil wir gerade eben alle zu Hause gelockdownt sind, bedeutet das nicht, dass wir nicht bei unserer Lieblingskneipe oder bei unserem Gastronom um die Ecke, sofern er es anbietet, auch einkaufen können. Auch das ist ein kleiner Beitrag, den sowohl wir 70 wie auch die Dresdnerinnen und Dresdner, sofern sie es sich leisten können, mit beitragen können, dass wir diese Corona-Krise alle miteinander sinnvoll überstehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes die FDP-Fraktion das Wort gewünscht. Herr Maloney, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberkanzler, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier einen ganz klaren und einfachen Beschlussvorschlag, über den wir wirklich sehr dankbar sind und den wir natürlich zustimmen werden. Denn gerade Gastronomen und die kleinen Händler, auch die größeren Händler in der Neustadt, in der Altstadt und auch in den nicht gerade im Stadtzentrum befindlichen Stadtteilen, die tragen sehr viel dazu bei, dass unsere Stadt belebt wird, dass wir urbanes Leben haben. Sie tragen das öffentliche Leben und es sollte wirklich unser aller Herzensangelegenheit sein, für uns und für mich ist es eine, denen heute ein eindeutiges Zeichen der Unterstützung zu senden. Zu den Änderungsanträgen, dem Änderungsantrag der CDU werden wir voll und wenig zustimmen. Die Verwaltung hat ja auch schon signalisiert, dass der Antrag der CDU auch gar kein Problem darstellt, da man diese Anträge alle eh wohlwollend prüft. Von daher werden wir dem auch zustimmen. Dem Antrag von Herrn Schulte-Wissermann können wir in der Form nicht ganz zustimmen, weil die Grundintention ja, aber in der Form, so wie er ausformuliert ist, ist für uns eben nicht zustimmungsfähig. Wir sind aber gern bereit, über die Punkte, die in diesem Änderungsantrag stehen, gern mal miteinander zu diskutieren. Den Antrag der Linken werden wir ebenfalls mittragen. Schön, dass wir uns da alle so einig sind. Und jetzt kommen wir zu einem Änderungsantrag, der mich eigentlich ein bisschen traurig gemacht hat, nämlich den von der SPD. Da war ich wirklich enttäuscht, dass der in dieser Form gekommen ist. Und ich will das auch mal kurz begründen. Händler, Gastronomen und viele Unternehmer haben in den ganzen letzten Jahren mit ihren ganzen Abgaben, mit ihren Steuern, mit ihren Arbeitsplätzen, wo auch viele Lohnsteuern alles gezahlt wurde, dafür haben sie dazu beigetragen, dass diese Stadt Dresden sich überhaupt so entwickeln konnte, dass überhaupt so ein Finanzpolster da war. Die haben unser Leben hier mitfinanziert. Die haben den Haushalt, den Herr Kiesling vorhin so wundert, überhaupt erst mit möglich gemacht. So, und jetzt müssen wir denen, die unverschuldet in eine Situation gekommen sind, in den staatlich verordneten Lockdown, in den sie geraten sind, der pandemiebedingt ist, müssen wir unter die Arme greifen. Oder anders formuliert, wir müssen denen einfach mal ein bisschen weniger wegnehmen. Und da kommen Sie und wollen das Ganze noch komplizierter machen. Ab Mai Lockerung möglicherweise. Ihre eigene Staatsministerin hat gesagt,
dass bis in das zweite Halbjahr 2020 hinein es weiter Einschränkungen geben wird. Weitere Einschränkungen im nächsten Halbjahr heißt weiterhin weniger Umsatz pro Quadratmeter, weniger wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und zumindest sollten wir den Händlern und den Gastronomen, die keine Planbarkeit haben, die nicht wissen, was nächsten Monat ist, die wissen nur, die noch nicht mal wissen, was nächste Woche alles möglich ist, zumindest in diesem Punkt eine gewisse Planbarkeit geben. Wir haben gerade im Bereich der Gastronomie am Anfang des Jahres, Januar, Februar, immer so eine gewisse saure Gurkenzeit. Dann gab es 2 Monate Nullumsatz, staatlich verordnet. Und von daher sehe ich es eigentlich gar nicht als notwendig oder gar nicht als Frage, als diskussionswürdige Frage, ob man das bis Jahresende macht, sondern es ist einfach bis Jahresende so zu gestalten. Wir werden uns auch, gehe ich mal ganz stark davon aus, in den kommenden Sitzungen des Stadtrats mit weiteren Maßnahmen beschäftigen. Und mit Maßnahmen, wo es eben darum geht, dass in der Wirtschaft vom Eckladen bis zur Maßschneiderei, vom kleinen Imbiss, der kleinen Pension bis zum Sternehaus Möglichkeiten geschaffen werden, dass alle wieder gesund aus dieser Corona-Krise kommen. Und wir laden alle Fraktionen dazu ein, gemeinsam mit uns darüber zu sprechen, wie wir den betroffenen Branchen langfristig auch helfen können, das Jahr 2020 zu überstehen. Als FDP-Fraktion werden wir auch in den kommenden Wochen einige Vorschläge dazu einbringen, ein Akutprogramm für alle machen unsere Stadt, damit die aktuelle Notlage nicht chronisch wird. Viele Menschen, auch in diesem Gremium hier oder fast alle aus diesem Gremium hier, posten zurzeit und mit dem Hashtag Support Your Local bei Facebook, bei Twitter, irgendwo anders. Und was wir jetzt machen können, ist zu zeigen, dass es keine hohle Phrase ist, dass es kein im Internet losgetretener Hashtag ist, sondern dass wir das wirklich ernst meinen. Vielen Dank. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Gar nicht. Sehr geehrter Herr OB, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Schöne an dieser Sitzung ist, dass wir das erste Mal erleben, dass der Stadtrat versucht, konstruktiv zu sein und das auch schafft. Und das finde ich toll. Ich werde versuchen, sehr wenig zu sagen, weil der Kollege Maloney alles gesagt hat. Eine Idee, die den Bürgern der Stadt hilft, keine Ahnung, warum Sie lachen, ist mir ein völliges Rätsel, ist sensationell, egal ob sie von Herrn Schulte-Wissermann kommt, dessen Antrag wir zugestimmt hätten, der von der CDU ist fast inhaltsgleich. Wir werden dem CDU-Antrag zustimmen. Ich denke, Herr Schulte-Wissermann wird nicht sauer sein, aber Ihre Begründung ist eigentlich, hätte das sein müssen, was die CDU ruhig hätte reinschreiben können. Und auch der Antrag der Linken ist sinnvoll und wir werden das natürlich mittragen. Im Übrigen ist im Grunde alles gesagt und ich will mich an die Regel halten, möglichst wenig zu sagen. Traurig finde ich, dass selbst hier, selbst in dieser Krise, wir uns nicht mal nett anlächeln können und nicht mal sagen können, jetzt packen wir es mal zusammen an. Aber so ist es nun mal. Danke sehr. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gastronomen und Einzelhändler. Lieber Herr Hanich, ich glaube, wir arbeiten hier sehr, sehr lange und schon sehr oft sehr konstruktiv dann zusammen. Also das mal so am Rande dann, also das war ein Führungsstark, der ist, glaube ich, hier nicht notwendig gewesen dann. Und wir können das vielleicht entschuldigen dann, was du sagst, da ich noch nicht so lange hier sind dann, aber ansonsten, also aus meiner Stadtratszeit kenne ich das dann, dass wir hier immer konstruktiv arbeiten. Handel, Gastronomie, Kultur. Freizeit und Sport gehören bei uns zu den wichtigsten Bereichen des öffentlichen Lebens, die eine Stadt lebenswert machen und die große Bereiche unserer Lebenszeit letztendlich auch gestalten. Nur schlafen und arbeiten dann, das wäre ein bisschen wenig. Seit Mitte März sind alle Bereiche des öffentlichen Lebens durch die Allgemeinverfügungen nicht mehr geöffnet und die Perspektive, wann die eine oder andere Einrichtung wieder öffnen kann und unter welchen Bedingungen, ist aktuell auch unklar. Das ist die Situation. Eine Situation, die für uns alle neu ist und uns vor Herausforderungen stellt, bei denen wir eigentlich nicht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit bisher zurückgreifen können und wir uns sozusagen jedes Mal auch neu damit beschäftigen müssen. Während es für einige Online-Angebote Alternativen gibt, über einige Online-Angebote Alternativen gibt, für die ein paar Einnahmen möglich sind, ist es besonders für Gastronomen schwierig, aktuell Einnahmen zu generieren, um laufende Kosten für ihre Restaurants, Gaststätten und Kneipen decken zu können. Ende März hatten sich deshalb Gastronomen zusammengeschlossen aus der Stadt und einen offenen Brief an die Stadt, Dresden und das Land Sachsen wegen drohender Schließungen von Gastronomiebetrieben verfasst,
aus dem ich kurz zitieren möchte und der, glaube ich, die Situation der Gastronomen nochmal wirklich sehr gut wiedergibt. Zitat: Sehr geehrte Damen und Herren, bitte schenken Sie uns einen Moment Ihrer wertvollen Zeit. Die Gastronomiebranche ist der Dienstleistungsbranche zuzuordnen und noch viel gravierender. Hier gibt es keinen Nachholeffekt. Einen Tisch, der heute nicht reserviert wird, kann man in 2 Monaten nicht doppelt reservieren. Ein Essen, das wir heute nicht verkaufen, wird auch in 2 Monaten nicht verkauft. Wenn unser Laden heute leer steht, können in 2 Monaten nicht doppelt so viele Menschen bewirtet werden. Zitat Ende. Seitens der Bundesregierung wurde eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% für Speisen und Gastronomie angekündigt. Als Stadt wurde die Stundung von Vorauszahlungen von Gewerbesteuer eingeräumt. Das sind erste Maßnahmen, um eine finanzielle Entlastung des Gewerbebetriebes zu geben. Seit kurzem wissen wir auch, dass jetzt geplant ist, dann ab Pfingsten eine Lockerung für die Gastronomie vorzusehen, dann, was zumindest erstmal in Aussicht gestellt ist, dann, in welcher Form das stattfinden wird, wird uns dann sicherlich nochmal in geeigneter Form auch geschildert werden. Mit der jetzt vorliegenden Änderung soll der Sondernutzungssatzung, der Änderung der Sondernutzungssatzung, geben wir als Stadt eine weitere Unterstützung, bei der wir immerhin 400.000 Euro Einnahmen aus der Nutzung des öffentlichen Raumes verzichten. Das ist neben dem ersten Programm dann von 10 Millionen Euro dann für das Soforthilfepaket jetzt nochmal 400.000 Euro dann als Stadt, eine sehr beachtliche Summe dann. Ich glaube, das ist wirklich in der Vergangenheit, wenn ich mal zurück überlege, in den Größenordnungen noch nie hier eingetreten. Uns ist klar, dass hier insbesondere Gaststätten und Restaurants in der Innenstadt und der inneren Neustadt entlastet werden, weil gerade das sozusagen ja die Einrichtungen sind dann, die öffentlichen Raum nutzen dann durch ihre Außensitzplätze. Für die äußere Neustadt, das als Kneipenviertel in Dresden gilt, dann ist dieser Effekt wahrscheinlich insgesamt sehr überschaubar, dass sich die meisten Außensitzplätze in Hinterhöfen oder eben halt in Baulücken dann wie beim Luisengrün befinden und dann dafür auch letztendlich die Gastronomen Miete zahlen. Also von der Seite her ist es, sag ich mal, auch nur ein sehr kleiner Teil, dann, der davon profitiert. Wir werden der Vorlage der Verwaltung zustimmen und möchten damit ein klares Signal senden, dass uns die Lage der Betroffenen sehr wohl bewusst ist, wir eine Unterstützung und Entlastung geben, wo es uns möglich ist. In Zeiten, die wir wie diesen, braucht es die Zusammenarbeit und die Solidarität auf allen Seiten, um auch in der Zukunft eine lebenswerte Stadt zu haben, dann, in der wir alle leben wollen. Betriebsaufgabe und Insolvenzen bedeuten Leerstand und Mindereinnahmen für die Stadt in der Zukunft. Das abzuwenden, braucht es ein gemeinsames Handeln. Zu den Anträgen selber, die uns jetzt vorliegen. Wir werden uns bei dem SPD-Antrag enthalten, weil wir auch sehen dann, dass es letzten Endes, sage ich mal, eine größere Frist braucht dann für die Gastronomen und Einzelhändler, auch dann zu planen dann und letzten Endes dann ihre Plätze auch zu gestalten. Bei dem Antrag von Martin Schulte-Wissemann, von Dr. Martin Schulte-Wissemann, werden wir zustimmen. Auch dem CDU-Antrag dann, weil sie ja an sich dann von der Tendenz dann, dass man eben halt die Anzahl der Tische nicht reduziert, dafür aber eben halt die Möglichkeit schafft dann, dass auch mehr Platz dann geschaffen werden kann für die Gastronomen. Das finden wir an der Stelle auch sehr gut. Nehmen auch den Ball von Herrn Karten auf, dass dann vielleicht auch der eine oder andere Neustadt wird, wenn er dann vielleicht mal auf die Straße ausweichen muss. Ich weiß nicht, wenn so Spottens ab zum Beispiel, dann, dass man mal eine kleine Nebenstraße wie den Zweig dort von der Martin-Luther-Straße vielleicht dann auch mal für Außensitzplätze dort hinkriegen. Also da würde ich mich freuen dann und staunen dann, dass die CDU da mal über ihren Schatten springt, dann werden wir auch mal über eine Straßensperrung dann auch mal sprechen dann, weil das war ja in der Vergangenheit nicht der Fall. Bei dem linken Antrag wird man noch mal eine, brauchen noch mal ein bisschen Bedenkzeit oder noch mal eine kurze Auszeit von 3 Minuten, die würde ich hier noch mit antragen, weil jetzt in der neuen Fassung müssen wir uns noch mal damit kurz auseinandersetzen. Soweit für Ihre, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächster für die Fraktionslosen, Herr Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, Gäste und Menschen im Livestream und in der Aufzeichnung.
Wir haben jetzt öfter gehört, auch von der großen Politik, wir erleben einen dynamischen Prozess. Wir müssen auf Sicht fahren. Wir wissen nicht ganz genau, was in einer Woche, in zwei Wochen, in einem Monat ist. Das ist auch richtig so. Es ist für viele Entscheidungen, die vielleicht in einem halben Jahr relevant werden, heute zu früh, die zu treffen. Es ist aber nie zu früh, anzufangen, sich Gedanken zu machen für Szenarien, die in 1, 2, 3, 4, 5 Monaten sind. Und dieser Vorgang hier ist eigentlich sehr gut geeignet, dass wir das politische Arbeiten in diesen dynamischen Zeiten mit zusammen mit dem Oberbürgermeister, mit der Verwaltung, mit uns als Stadtpolitik einüben. Denn dieses Beispiel könnte wirklich ein gutes Beispiel sein, diese Vorlage. Die Stadt kommt mit einem Aufschlag an, dann im Stadtrat wird noch was Neues hinzugetan, aber nicht als Entscheidung, sondern als Prüfauftrag. Die Stadt soll mal nachdenken und dann nicht selber handeln oder so, sondern die Stadt soll zu einem gegebenen Zeitpunkt, kurz vor den Sommerferien, mit einem Vorschlag zurückkommen, was wir dann machen, damit wir über den Sommer eine gut funktionierende Außengastronomie haben. Denn eins ist klar, wenn, das entscheiden wahrscheinlich nicht wir, wenn es heißt, an jedem Tisch nur noch 2 Leute und alle Tische 2, 3, 4, 5 Meter auseinander, naja, dann können Sie mal schnell gucken auf Ihr Telefon, wie dann die Gastronomen anrufen und dann sagen, liebe CDU, helft mir, ich kann nur noch 12 Tische aufstellen, mein Gott, oh Gott. Ja, Pech. Wenn man jetzt heute die Ergänzung, die ich eingebracht habe, nicht mitträgt, dann ist Pumpe für die nächsten 6 Monate. Da kann die FDP auch gerne mit mir reden wollen, dann ist für 6 Monate Schluss mit diesen Sachen. Und wenn wir, ich hoffe es sehr, wenn die Außengastronomie wieder zugelassen ist, dann kann es sehr gut sein, dass das auch mehr oder weniger die einzige Gastronomie ist. Weil wer will denn dann noch, also wer möchte denn dann in ein Restaurant gehen, wo die anderen Leute husten neben einem? Man will doch dann bestimmt gerade bei schönem Wetter draußen sitzen. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass wir im Sommer einen Run auf die Außengastronomie haben und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und deswegen müssen wir heute der Verwaltung sagen, macht mal einen Vorschlag, wie wir darauf vorbereitet sind. Und der Wille von der CDU ist ja gut und schön, also ich werde dem auch zustimmen. Ist ja nett, dass die Stadt dann die Ermessensspielräume auslegen soll weit. Aber das hat relativ schnell ein Ende. Wenn dann in der Erhaltungssatzung Striesen steht, es geht nun mal nicht 3 Meter, mehr, danach ist Schluss. Ja, wenn es irgendwo steht, dann ist da Schluss. Da ist kein Ermessensspielraum, den man dehnen könnte. Deswegen ja mein Vorschlag heute, die Stadt soll sagen, das, oder wenn man sagt, ja, auf dem Neumarkt, das wäre doch schön, können wir doch mal ein bisschen mehr Platz machen. Ja, wenn das irgendwo steht, dass es nicht erlaubt ist, weil halt, keine Ahnung, um den Luther rum so eine Bannmeile von, keine Ahnung, 100 Meter ist oder so, naja, dann geht das halt nicht. Da müssten wir aber halt irgendwas ändern. Und deswegen ist mein Vorschlag, die Stadt soll nachdenken, die soll überlegen, was kann man tun, welche städtischen Verordnungen, welche Stadtratsbeschlüsse und so müssen geändert werden und dann mit einer Vorlage kommen, auf das wir dann im Sommer entscheiden. Meine Damen und Herren, Sie haben noch 3 Minuten Nachdenkzeit. Wie gesagt, wenn mein Antrag nicht durchgeht, ist das zwar sehr schade, aber de facto bedeutet es dann 6 Monate in der Thematik nichts, was sich verändern kann. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, damit bin ich erstmal durch die angemeldete Rednerliste und die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, Herr Scholbach, ich hätte zu Ihrem Antrag eine Frage oder vielleicht Ergänzungswunsch oder wie auch immer. Sie haben da abgestellt auf die Benachteiligung der Gastwirte, die auf eigenem Grund und Boden arbeiten und gegenüber denen, die den öffentlichen Raum nutzen. Was Sie da völlig ausgelassen haben, sind die Gastwirte, die auf angemieteten Flächen arbeiten. Vielleicht könnten Sie das noch mit in Ihren Vorschlag einbringen, wäre meine Frage jetzt, oder ob Sie die nie unterstützen wollen. So, weitere Wortmeldungen.
Ja, das habe ich. Wir sind erstmal bei den Wortmeldungen. Die wollen wir erstmal abarbeiten. Das sehe ich im Moment nicht. Dann war der Wunsch nach nochmal 3 Minuten Auszeit. Die würde ich jetzt geben und dann steigen wir ein in die Abstimmung. Meine Damen und Herren, der weiße Rauch ist aufgestiegen und deswegen wäre die Chance, die Plätze wieder einzunehmen, sodass wir bei der Behandlung des Tagesordnungspunkt 10 fortsetzen können. Ja, auch vielen Dank für das Verständnis. Man, es ist ja immer, wenn wir mit Vorlagen reingehen, die aufgrund der Fristigkeiten, die vorberaten werden können in den Ausschüssen, aber müssen wir eben hier ein bisschen agieren zwischen den Fraktionen und innerhalb der Fraktionen. Da bin ich auch im Verständnis bei allen. Und wenn wir dann zum guten Ergebnis kommen, ist umso besser. Gibt es aufgrund der Auszeit jetzt noch weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht. Dann könnten wir in die Abstimmung eintreten. Ich würde in der Reihenfolge, weil ich glaube, er ist der weitestgehende, zunächst mit dem SPD-Antrag anfangen, dann die Ergänzungsanträge sind ja ungefähr ähnlich gewichtig, dann CDU, Linke und Herr Dr. Schulte-Wissermann in der Reihenfolge die Ergänzungsanträge dann abstimmen und dann kämen wir zur Schlussabstimmung. Wer dem Änderungsantrag der SPD folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenprobe. Das ist die deutliche Mehrheit. Dann noch die Stimmenthaltung der Vollständigkeit, aber das erste, die Gegenstimmen waren die deutliche Mehrheit. Insoweit wäre das abgelehnt. Aber wir hatten uns jetzt gerade verständigt, wenn es klar und deutlich sichtbar ist, dass wir jetzt nicht jedes Mal auszählen. Das ist in unserer Hauptsatzung so vorgesehen oder Geschäftsordnung. Und nur wenn es knapp ist, wird man das dann erzählen. So, dann käme ich zu dem Ergänzungsantrag CDU. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ich würde mir mal erlauben, die Gegenprobe zu machen. Ich würde mal was sagen, das ist eine weit überwältigende Mehrheit. Wer ist dagegen? Ein paar wenige Stimmen und Stimmenthaltung oder der Vollständigkeit, aber ersteres war die deutliche Mehrheit, damit wir das angenommen. Dann haben wir den Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Auch da denke ich, ohne ins Nahe zu treten, das ist die überwältigende Mehrheit. Gibt es dagegen Stimmen? Ja, dann gibt es weniger, aber wäre damit auch angenommen. Da kämen wir noch zum Ergänzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Das Ergebnis lautet 18 Ja-Stimmen bei 25 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen, wäre damit abgelehnt. Und damit kämen wir zur Schlussabstimmung nochmal. Es sind aufgenommen worden die Ergänzungen von CDU und Linke beantragt. Die anderen beiden haben keine Mehrheit gefunden. Und in dieser jetzt so ergänzten Vorlage würde ich zur Endabstimmung kommen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Letzteres beides sehe ich nicht, dann wäre es einstimmig mit 69 Ja-Stimmen angenommen.